Wie funktioniert der Covid-19-Impfstoff? Also es sind momentan drei Impfstoffe, haben die Zulassung in Österreich und werden verwendet. Eben die sogenannten mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna und eben dieser Vektorimpfstoff von AstraZeneca. Es wird einfach die Erbinformation von einem Teil des Coronavirus dem Körper präsentiert, dem Immunsystem präsentiert, und das Immunsystem baut dann einen Schutz auf, sodass dann gewappnet ist, wenn es wirklich zu einer Infektion kommt mit dem SARS-Coronavirus, das dann schon weiß, was zu tun hat. Ist der Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca weniger wirksam? Das würde ich so nicht sagen. Also es ist ja so, dass die Wirksamkeit trotzdem bei 70-80% beträgt. Es ist ein sehr gut wirksamer Impfstoff und es ist auch so, dass die zelluläre Immunität, wir haben immer zwei Teile der Immunität, das eine, wo so Abwehrstoffe gebildet werden, die Antikörper, und dann die Zellen, die sich da noch beteiligen, die dürfte auch sehr gut sein. Also zu sagen, im Vergleich zu den Pfizer und moderner Impfstoffen, dass das ein schlechter Impfstoff ist, das kann man so nicht sagen, es ist ein sehr wirksamer Impfstoff. Sollte man auf einen besser wirksamen Impfstoff warten? Ich glaube, die Zeit haben wir nicht, dass wir auf einen persönlichen Favoriten warten, sondern wir müssen uns nach der Decke strecken und die Impfungen, die verfügbar sind, die müssen wir verwenden. Und je nachdem, wie auch die Zulassungen sind, es hat sich ja die Impfstrategie auch deshalb geändert, weil AstraZeneca aufgrund der Datenlage einmal eine eingeschränkte Zulassung bekommen hat bis 65. Und deshalb werden jetzt die Messenger-RNA-Impfstoffe, die auch eine Zulassung haben für über 65-Jährige, einmal an diese Personengruppe verimpft. Aber ich bin mir ganz sicher, dass der AstraZeneca-Impfstoff auch diese Erweiterung der Zulassung bekommen wird. Und dann kann man noch breiter impfen, beziehungsweise es kommen ja viele Impfstoffe nach, zum Beispiel jetzt Johnson & Johnson dann in nächster Zeit. Mit welchen Impfreaktionen muss ich rechnen? Es sind sehr immunogene oder reaktionsfreudige Impfstoffe und das waren wir sonst bei anderen Impfstoffen nicht gewohnt. Beziehungsweise gibt es auch sonst ein paar Impfstoffe, die das machen, die aber nicht so großflächig verimpft werden. Grundsätzlich ist es so, dass bei den Pfizer und moderner Impfstoffen es ja so ist, dass die Impfreaktionen heftiger ausfallen können nach der zweiten Teilimpfung. Und bei AstraZeneca ist umgekehrt. Da sind die Impfreaktionen vor allem nach der ersten Impfung vorhanden. Und diese Impfreaktionen sind meistens Fieber, Gelenkschmerzen, man fühlt sich krank, ein, zwei Tage und dann verschwindet es wieder. Man kann sich aber quasi sozusagen vorher schon darauf vorbereiten, indem man sein schwaches Schmerzmittel wie Paracetamol, Ibuprofen schluckt. Und dann in weiterer Folge noch zwei, dreimal, dann kann man das ein bisschen abfedern, ohne dass der Impferfolg davon beeinflusst wird. Wie wirkt der Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca bei den Mutationen? Das ist grundsätzlich so zu betrachten, bei der britischen Mutation haben wir da kein Problem damit. Bei der südafrikanischen Mutation ist es noch nicht ganz heraus, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist aber auch so, dass die anderen Impfstoffe, dass die Wirksamkeit nur von Labordaten zurückgeschlossen wird. Und beim AstraZeneca-Impfstoff wird postuliert, dass der nicht so gut wirksam ist. Die Studie, die da in Südafrika gemacht worden ist, hat aber doch einige, sage ich mal, Schwachpunkte. Und ich bin mir sicher, dass er auch bei der südafrikanischen Mutation schwere Verläufe auf jeden Fall verhindert. Warum ist der Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca nur bis 65 Jahre zugelassen? Weil AstraZeneca ein bisschen verabsäumt hat, dass Daten liefert oder zahlreiche Daten liefert für die Gruppe über 65. Sie haben einfach zu wenige Personen eingeschlossen. Die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, hat ja die Zulassung nicht eingeschränkt, sondern hat nur gesagt, ab 18 Jahren ist er zugelassen und hat den nationalen Impfgremien überlassen, wie sie ihn einsetzen wollen. Und das österreichische nationale Impfgremium hat sich aufgrund der momentan vorliegenden Daten dazu entschlossen, eine Begrenzung bis zum 65. Lebensjahr auszusprechen, weist aber schon darauf hin, dass sie überzeugt sind, dass bei mehreren Daten, dass in nächster Zeit auch diese Zulassung für über 65-Jährige kommen wird
Und Großbritannien verwendet den AstraZeneca schon seit Anfang des Jahres breitflächig in der Bevölkerung und auch bei über 65-Jährigen. Und aus diesen Interimsanalysen wird man dann sicher auch noch Informationen generieren können. Warum kann man sich nicht aussuchen, mit welchem Impfstoff man geimpft wird? Es herrscht einfach eine Impfstoffknappheit. Ja. Das wird sich sicher auch über die Monate und im nächsten Jahr, wenn mehrere Impfstoffe zur Verfügung sind, wird sich das sicher geben. Aber momentan haben wir einfach eine Impfstoffknappheit und müssen die Impfstoffe verwenden, die von der EMA zugelassen sind, wo wir wissen, die haben ein akzeptables Sicherheitsprofil, die sind in ihrer Wirkung gut und die müssen wir jetzt verwenden. Soll bzw. wann soll man sich nach einer durchgemachten Covid-19-Erkrankung impfen lassen? Grundsätzlich ist es so, man soll sich einmal impfen lassen. Ja. Man hat sicher für mindestens 6 Monate einen Schutz, wenn nicht sogar länger. Es ist immer die große Frage dann auch, wann kommt eine Mutante, die vielleicht trotzdem eine Reinfektion erleichtert. Man hat für mindestens 6 Monate einen Schutz, aber wenn dann ein Impfstoff verfügbar ist, soll man sich auch impfen lassen.